Zwillinge. Das sind die zwei größten Rückkomparente Österreichs. Linzer Stallstädter. Sind schwer zu unterscheiden. So oft hat das dann eher mal, was in der Betreuungsnot gekriegt hat, wie ich. Der Arsch war oder der Robert verwechselt uns neu, weil gestern hat er ganz zu mir im Training geschrieben, Max. Der Marco hat auch gestern zu mir wieder gesagt, hey Alex. Wenn man schnell hinschaut, schauen sie schon sehr ähnlich. Am Handballfeld, wo sie sich nur durch ihre Sockenfarbe unterscheiden, komme ich immer wieder durcheinander. Max, Alex, ist nicht so tragisch, sie wissen meistens, wer gemeint ist. Er ist ein bisschen größer als ich. Ich glaube, er ist ein bisschen fester. Also wir kennen uns eigentlich gut auseinander, ich sag mal, kennen uns eigentlich gut auseinander. Aber manche anscheinend. Ich war mir ein schweres Gesicht, das ist also. Ja. Gut genährt. Ein bisschen ruhigerer Typ bin ich auf jeden Fall als der Max. Ja, ist ein bisschen. Kann nicht 5 Minuten ruhig sitzen und so. Ja, ich muss aufpassen natürlich. Sie einerseits mit Samthandschuhen anfassen, dass sie nicht aufhören in einem Abwehrspiel. Weil so viele Rückraumspiele haben wir nicht. Die brauchen ein bisschen Zeit, aber haben schon viele gute Dinge gemacht. Ich bin eher der schnellere Typ, ich bin nicht so der Wurfgewaltige. Das, was der Max eher ist, mache ich mit Schnelligkeit weg. Ich bin eher der Werfer, wie er gerade gesagt hat, und ich mache halt, mach viel mit Kraft. Also, ich habe nicht die schnellsten Beine, aber das mache ich durch den Wurf halt weg. Sie sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil von der Nationalmannschaft und können froh sein, dass wir so junge Spieler haben, die so talentiert sind. Und ich hoffe, dass sie sich nur gut weiterentwickeln und die nächsten Jahre noch mehr und noch mehr wachsen und vielleicht auch irgendwann den Sprung ins Ausland schaffen. So ein gewisser Druck ist vielleicht da, aber wir können mit Druck umgehen, also ist das für uns überhaupt kein Problem. Ich glaube einfach die Sprache, so wie wir, halt, so wie wir reden, unser Slang, kann man sagen. Wir lassen uns da, glaube ich, sicher nichts gefallen, also sag ich mal, lassen uns dann so leicht unterkriegen. Okay. Wir Stahlstädter. Thank you.